Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von SnowRunner. Wir sind wieder mit unserem Scout hier unterwegs. Muss jetzt nur gerade wieder in Windenreichweite kommen. Sehr gut. Sehr schön. Mit dem Kleinen können wir sowas zum Glück machen. Jetzt gehen wir nämlich auf Erkundungstour zum nächsten Turm. Und decken den mal auf. Weil der ist hier ganz in der Nähe und der Weg wird nachher sehr kurvig und eng. Deswegen haben wir den Kleinen jetzt dabei. Den haben wir ja in der letzten Folge aus den Sümpfen gerettet. Den Umgekippten haben wir auch gerettet. Alles wieder gerettet. Alles aus eigener Kraft. Also nicht bergen müssen. Also nicht über diese Bergungsfunktion geborgen, sondern aus eigener Kraft wieder auf die Straße gebracht. Sehr gut. Aber. Hüpf. Wo ist denn der Turm? Ach so, da unten kommt er erst. Ja, die Straße hier, vor allen Dingen wegen hier, wollte ich die nicht mit dem großen LKW befahren. Das war mir dann zu heikel. Ich mach mal den langsamen Gang rein. Dann fahren wir langsam, aber konstante Geschwindigkeit und er hüpft uns nicht so durch die Gegend. Das macht noch mal eine Menge aus. Sonst hüpft er ja mal ganz gerne. Ja, und dann haben wir noch die Aufgabe Gebirgsbrücke. Die müssen wir noch lösen. Bei Gelegenheit die mit den Pumpen noch, aber da brauchen wir erst andere Fahrzeuge. Das schaffen wir mit unseren straßenbereiften LKWs leider nicht. Aber es gibt ja genug andere Quests, die wir noch machen können. Von dem her gehen uns die Aufgaben da so schnell nicht aus. Ja, genau wegen solchen engen Passagen habe ich es vorgezogen, den Kollegen hier zu nehmen. Da soll man runter? Okay. Nein, 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 nein. Oh. Stellt euch vor, das hätten wir jetzt mit einem LKW machen sollen. Der wäre uns umgekippt. Ziemlich sicher. So. Und der nächste Turm. Sehr gut. Upgrade-Standort entdeckt, okay. Wo denn? Wo hast denn du da einen entdeckt? Ach, da. War da vorher noch nicht da? Oh, da kann man natürlich jetzt noch hinfahren, ne? Der liegt ja quasi. Dann fahren wir noch hier runter und dann dahin. Nehmen wir den noch mit. Und dann stellen wir den Hüpfer hier ab. Und dann fahren wir mit den. Denen hier weiter. Hier mit dem Bandit. Und da machen wir dann. Oder wir gehen, holen den noch jetzt. Machen das Upgrade und dann fahren wir hier durch und holen den Turm noch mit. Ich glaube, das wäre auch kein Fehler.
glaube, das machen wir. Nein, 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 nein. Genau so sollte das nicht laufen. Ja. Ich habe mal wieder nicht auf die Schräge hier geachtet. Leicht neben der Straße und schon liegt man halt. Ja. Wir wechseln jetzt auf den Bandit. Aber da holen wir nicht. Ich will jetzt hier diese enge Passage nicht mit. Wenn, dann müsste ich hier hochfahren. Dann machen wir jetzt aber erstmal die Brückenmission. Dann machen wir erstmal die Brückenmission. Und den da holen, weil wir den hier auch umgekippt haben. Oder anderweitig versenkt haben. Man, den kleinen, den kann man ja relativ easy bergen. Da können wir vielleicht auch den Pickup nochmal holen. Den habe ich da auch noch irgendwo rumstehen, oder? Wenn mich nicht alles täuscht, müsste der auch noch irgendwo unterwegs stehen. Autsch. Dann fahren wir... Oh, habe ich den fast leer getankt. Ups. Dann hoffe ich, dass wir zumindest mal bis zur Werkstatt kommen. Und dort noch nachtanken können. So, hier fahren wir extra etwas abseits des ausgefahrenen, vermatschten Weges. So, bevor wir hier lange... rumtricksen oder rumprobieren, gehen wir gleich auf die Winde. Eine knappe Minute haben wir noch, bis uns der Sprit ausgeht. Ach, der ist immer an. Okay, ich dachte, ich könnte ihn ausschalten. So, knapp aber geschafft. So. Sehr gut. Ja, individualisieren können wir, glaube ich, noch nicht viel. Winde, Standardwinde, Langwinde wäre natürlich mega. Schnorchel. Ist noch nichts freigeschaltet. Nee, da lassen wir die Pritsche, die wir drauf haben. Ach so, nee, was haben wir drauf? Pritschenaufbau, genau, den lassen wir. Verschiedenes. Oh. Was man so braucht, ne? Doppelwarnleuchten. Ich glaube, die gönnen wir uns. So. Doppelhorn? Nee. Dreifachhorn. Sonnenschutz.
Ja, kann man auch. Felgen. Aber Reifen wären ja interessanter eigentlich, ne? Ach, die kann ich einfach montieren. Cool. UD-Felgen, was ist MD und was ist UD? Was ist da der Unterschied? Die nehmen wir, glaube ich. So, Farbe will ich nicht ändern. Reifen würde ich so gerne. Da haben wir es, da steht's. Straße exzellent, Schlamm schlecht. Da sind sich alle gleich. Und die hier können wir noch nicht. Die wären Offroad gut, Straße gut, Schlamm Durchschnitt. Und die wären Schlamm gut. Das wären die, die wir bräuchten. Oder die hier. Offroad und Schlamm exzellent. Aber Rang 12 brauchen wir. Was haben wir? Rang 3? Was brauchen wir hierfür? Rang 6. Ja, wir haben Rang 3, so wie das ausschaut. Okay. Werkstatt verlassen. So, vollgetankt sind wir auch wieder. Handbremse könnte ich noch lösen. Das wäre ein Anhänger für Stahl. Ah, wobei ich kann jetzt auch die Stahlträger erstmal holen. Das ist die Idee. Wir holen die Stahlträger und dann fahren wir Richtung Brücke, weil dann müssen wir eh an dem Anhänger vorbei und können den gleich auch mitnehmen. Und haben die Stahlträger schon geladen. Das passt. So machen wir das. Genau so machen wir das. Das ist die Lösung meiner Wahl. Wird schon wieder dunkel. Das macht es immer nicht einfacher, ne? Weil man entsprechend wenig sieht. Wobei jetzt fahren wir ja relativ humane Straßen. Da geht das dann. Fahren wir auf dem Rückweg bei der Tankstelle nochmal vorbei. Nach, also auf dem Rückweg vom Stahl. Ups, Kurve. Der hat weniger stark gelenkt als erwartet. So, dann gucken wir jetzt, dass wir erstmal so die Brücken und so alle wieder hergestellt kriegen. Das sind so Aufgaben. Ups. Aua. Zu schwungvoll um die Kurve.
Da geht ein... Irgendwo da gibt es auch noch ein Upgrade-Kit, ne? So. Hier lang. Dann holen wir den Stahl, wie gesagt. Und dann fahren wir geschwind an der Tankstelle vorbei. Die liegt ja quasi auf dem Weg. Sollen wir hier die Quest dann auch noch gleich starten, oder? Was war das? Ach so, wegen dem Motorschaden, ne? Geht er einfach mal aus. So. Auf geht's. Einmal Fracht. Stahlträger, genau. Passt. Könnte die Handbremse noch lösen. Neuer Anhänger. Wo denn? Ach, da. Oh, cool. Den hatte ich gar nicht gesehen. Da war ein Hydrant. Den habe ich auch nicht gesehen. So, die Aufgabe können wir uns auch mal anzeigen lassen. Verschwundene Maschinen. Eine Lieferung mit wichtigen Maschinen für eine örtliche Fabrik ist wegen einem Zwischenfall mit einem Fahrer stecken geblieben. Jetzt bist du für sie verantwortlich. An deiner Stelle würde ich einen Kran mitnehmen. Okay. Nehmen wir an. Habe ich sie angenommen? Wurde aktiviert. So, jetzt machen wir aber erstmal die Brücke fertig. Kran haben wir dabei, das ist nicht das Problem. Dann können wir die Aufgabe vielleicht als nächstes nehmen. Jetzt müssen wir erstmal tanken. Und dann vielleicht nochmal wieder zur Werkstatt. Nachdem wir unser Fahrwerk ja so erfolgreich zerstört haben. Ich fürchte mal, das Klong Klong, das kommt vom Fahrwerk, ne? So. So, Tank voll. Und auf geht's. Werden wir jetzt den Anhänger holen und dann die Brücke reparieren. Dann haben wir wieder eine. Und dann gucken wir mal, was wir als nächste Aufgabe machen. Das seht ihr aber in der nächsten Folge. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ihr seid auch in der nächsten Folge, wenn ihr mit dabei. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich sag tschüss und bis zum nächsten Mal.